Hallo, du liebe Seele, hallo, du lieber Engel. Heute für dich wieder eine Soulmate-Botschaft von deinem Wunschpartner und Herzensmensch. Und hier siehst du, dass ihr im Moment toxische Umwege geht. Ihr habt hier sehr viele Verstrickungen liegen. Es ist sehr viel Rückzug vorhanden, vielleicht auch sehr viel Dominanz. Also, dass du dein Gegenüber als sehr dominant empfindest. Er bestimmt die ganze Situation, er beherrscht die ganze Situation und vielleicht sogar dein Gefühlsleben. Deshalb sind hier auch sehr viele Stagnationen im Moment bei euch und auch du fühlst dich hier völlig stagniert, wendest dich von deiner Lernaufgabe ab, aber die solltest du erfüllen und du siehst hier auch nochmal, es geht hier darum, wenn er sich nicht meldet, wie geht's dir dann? Was ist dann mit dir los? Was löst das in dir aus? Und diese Verstrickung, diese Schlangenenergie, die darfst du auflösen. Natürlich kannst du auch die Schlangenenergiearbeit bei mir lösen und buchen. Dann können wir hier diese Schlangenenergie auch energetisch auflösen. Trotzdem musst du dich hier deiner Lernaufgabe stellen und schauen, was löst es in dir aus, wenn er sich nicht meldet? Was passiert da in dir, wenn er dir nicht schreibt oder dich ghostet? Welcher Mangel kommt da in dir hoch? Also hast du dann Emotionen wie ich vermisse die Anerkennung, ich vermisse die Liebe, ich vermisse die Aufmerksamkeit. Was fehlt dir dann von ihm? Hier siehst du ganz viele Unsicherheiten auch in ihm, ganz viele Unklarheiten in ihm, aber da ist Liebe da ist Verliebtheit da ist das Kribbeln da. Das ist schon so und es soll auch wieder in Richtung Harmonie gehen, wenn du aufräumst in deinem inneren Zuhause. Also wenn du hier wirklich aufräumst, renovierst in dir selbst und dann wird auch er wieder in die Entscheidung kommen und eine Entscheidung treffen, die dann hier auch zu Klarheit führen möge. Im Moment ist der Neuanfang belastet und im Verlust und auch er liegt hier sehr belastet, vielleicht auch aufgrund von einem Kind, aber man sieht hier schon Nachrichten und auch Aktion. Habe Geduld, du darfst heilen und auch er darf heilen und eure gesamte Situation darf hier heilen. Du siehst, er hat hier Angst vor dem falschen Glück. Er ist hier sehr im Zwiespalt, aber er will dich wiedersehen, er will wieder Kontakt mit dir, er fühlt sich mit dir verankert, hat hier aber auch starke Bindungs- und Verlustängste, also deshalb liegt er hier auch sehr ängstlich einfach im Feld. Er hat auch irgendwo Angst jetzt vor Aktion, vielleicht auch Angst vor der Konfrontation, Angst vor diesen Umwegen, vor diesen Dramen, was er als Drama einfach einstuft. Er hat Angst vor dieser ganzen Belastung, weil hier liegt schon eine Lebensstagnation in seinem Feld. Also eigentlich liegt er hier sehr krank und kränkelnd im Bild, dass es ihm überhaupt nicht gut geht, auch einfach gesundheitlich oder von der Vitalität, von der Psyche geht es ihm nicht gut und deshalb siehst du ihn hier sehr unentschlossen. Wenn auch du deine persönliche Beratung mit mir möchtest, dein spezielles Coaching, deine spezielle Legung, eine Herzensmensch-Öffnung, ein Liebeszauberritual, eine Blockadenlösung, ein Akasha-Chronik-Reading, die Schlangenenergieauflösung oder eine Fuchsenergieauflösung, schau gerne unter dem Video, da findest du meine WhatsApp-Nummer und jetzt legen wir dir noch ein Liebesgeflüster. Bleib also unbedingt dabei. Dein Liebesgeflüster, you and me, lass deinen Seelenpartner hier zu dir sprechen. Er möchte dir sagen, wir werden uns schon bald wiedersehen, wir werden schon bald wieder aufeinander zugehen und etwas gemeinsam machen, uns versöhnen, uns wieder austauschen, auch wenn jetzt im Moment ein Engpass herrscht. Denn unsere Verbindung ist vom Schicksal gewollt. Bitte gib mir noch etwas Zeit. Ich fühle zu viel Druck und verschließe mich so noch mehr vor dir. Du bist die Liebe meines Lebens und im Moment trage ich einen Schutzpanzer, weil ich Angst davor habe, verletzt zu werden. Aber tief in meiner Seele hege ich große Gefühle für dich. Ich werde über meinen Schatten springen. Also gib ihm noch etwas Zeit, löse den Druck. Du bist die Liebe seines Lebens, das hat er dir hier gesagt.
Die Verbindung ist vom Schicksal gewollt, das weiß er, aber im Moment ist zu viel Druck und er hat hier einfach seinen Schutzpanzer angezogen, um sich vor Verletzungen zu schützen. Also bitte vertraue darauf, dein Liebesgeflüster hat hier ganz deutlich zu dir gesprochen. Ich umarme dich von Herzen, gib gut auf deine Seele, auf dein Herzchen Acht. Ich umarme dich ganz lieb, von ganzem Herzen, deine Claudia.